werden alle sterben, bald ist es soweit. Ich will aber nicht sterben. Da ist ein Zombie! Wo? Auf der Straße, der guckt! Er macht sich schon mal bereit. Geh weg! Oh, da ist noch ein Zombie! Am Haus! Ricky, es ist noch nicht 22 Uhr. Nee, deswegen greifen sie auch noch nicht an. Oh, da ist noch ein Zombie links. Ich bin dann mal unten. Auf Wiedersehen. Ich packe mir Sachen in mein Inventar mit Essen. Ja, ich packe hier auch gerade noch ein paar Sachen, nehme ich noch mit. So. 6 Flaschen Wasser. Und das Essen. Auf Wiedersehen. Ich bin jetzt hier unten. Ich wohne jetzt hier. Ich verlasse diesen Raum hier unten nicht mehr. Okay, ich stelle mich jetzt in diese Ecke und warte. Hast du dir deine Pfeile aus deiner Kiste geholt? Ich habe 190 Pfeile in meinem Inventar. Auch die Eisenpfeile? Ich habe 190 normale Pfeile und 94 Eisenpfeile. Sehr gut. Warte mal. Wie mache ich immer? Moment. Wie lade ich denn die Eisenpfeile in meinem Bogen? Wenn du R gedrückt hältst, kannst du mit einem so einem Auswahlmenü auswählen. Okay. Auswahlmenü auswählen. Ich sitze jetzt hier und bin versteckt. Glauben die Zombie dir das auch, dass du da versteckt bist? Es steht da versteckt. Okay. Wir müssen die Fackel ausmachen. Müssen wir das? Du hast gesagt, Zombies sehen Fackeln. Sehen sie auch Fackeln 500 Meter in der Erde? Möglich, aber unwahrscheinlich. Ich habe sie abgemacht. Ich mache meine Helmlampe aus. Oh Mann. Full Panic Mode. Okay. Oben ist noch Feuer an, Siggi. Ich weiß, ist auch noch nicht 22 Uhr. Aber dann wissen die doch, dass wir hier sind. Oh Gott, wie rot es hier draußen schon ist. Oh, ich will das sehen, ich will das sehen, ich will das sehen. Ich komme hoch. Jetzt auf einmal. Wehe, du hast mich damit nur gefischt. Nee, tatsächlich nicht. Uiu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 i
Alles gut. Psst. Okay. Psst. Noch 8 Minuten. Psst. Oh shit. Ich bin gejagt. Ja, ich auch. Aber wie? Ja, die sehen, die wissen halt, wo man ist. Aber wie? Ja, hoffen wir mal, dass wir hier sicher sind, ne? Ich höre sie. Ich höre sie auch. Hätten wir vielleicht den Gang zubauen sollen? Hä? Naja, jetzt ist eh zu spät. Mhm. Sehen Sie einen weniger, wenn man in einem Loch gehockt ist? Oder ist das jetzt eh egal? Bitte was? Sehen das Sie ist egal. Okay. Was wir halt echt hätten machen können, wir hätten unser gesamtes Inventar leer machen können und dann einfach nach oben gehen sterben. Hm. Dann halt die Nacht tot da liegen. Ja, aber das wäre ja dann nicht so lustig gewesen. Das stimmt. Aber ich werde hier meine Kiste hinbauen. Und dann? Wenn ich da noch Kram reinmache, den ich nicht unmittelbar brauche. Ich habe nichts mit, was ich unmittelbar brauche. Also ich nicht. Also Pistole und Werkzeug und so weiter. Wer macht denn da immer so Krach? Ich bin schreckhaft. Was? Irgendjemand macht da immer Krach im Hintergrund. Da ist gerade ein Männerchor. Sigi. Was? Da hat gerade ein Männerchor gesungen. Oh, ich höre einen Zombie. Ja, ich auch. Da muss der aber schon ziemlich nah sein. Ja. Oder wir haben einfach sehr gute Ohren. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht war meine Idee nicht so gut. Wie gut graben die denn? Die graben schon gar nicht schlecht, insbesondere wenn es mehrere sind. Das klingt nicht wie mehrere. Nee. Aber immerhin ist unsere Base dann sicher. Ja, das ist ja... Das war ja quasi die zweite Idee, wenn sie uns hier killen. Oh Moment, wo hast du die Kiste hingetan? Die hängt hier oben an der Wand. Wurde sie abgeschlossen? Ja. Ich würde meine Dings reinmachen, meine Schaufel, meine Spitzhacke, meine gute. Ja, genau, den ganzen Anfang habe ich da auch reingemacht. Und Pistole. Ja. Raindrops are falling on my head. Da-dun, da-dun, da-dun. Wenn ich singe, dann hören wir sie nicht. Und dann sind sie nicht da. Genau. Dam, dam, da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, dam, da-dam, da-dam. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Genau, dann gehen sie von alleine weg. Richtig, sie müssen wissen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. No bully. Ah, guck, wir haben schon eine Stunde überlebt. Ja. Du hast mir übrigens nicht verraten, wie viele Zombies hier sein werden. Es kommt immer drauf an. Wie gut hauen die durch Stein? Gar nicht so ungut. Besser als ich? Ja. Oh. Hm. Ich vertraue einfach drauf, dass wir sehr gute Ohren haben. Aber wenn die dann alle in einem Loch sind, dann müssen wir eigentlich, wenn Tag ist, nur noch rausgehen und in das Loch schießen. Ja, außer sie haben sich hier in den Gang reingegraben und können einfach den Gang nach oben laufen. Dann müssen wir in den Gang schießen. Oh oh. Ja, ich hör's auch. Das klingt nicht nach Stein. Mhm. Was ist das, was die da zerstören?
Es sind aber keine Strukturen von der Base. Ich hoffe. Wir sind zu weit weg von der Base. Also wenn du mal auf die Map guckst, wir sind unter einem Berg eigentlich sogar. Stimmt. Das heißt, es dürfte sogar noch ein bisschen länger dauern. Wobei durch Erde gehen sie halt wirklich wie durch Butter. Ja, gut. Hier sieht man sogar, wie weit unten wir sind. Wir sind minus 24 Meter unten. Das ist nicht so viel. Nee. Wir hätten vielleicht noch ein Stückchen weiter graben müssen. Aber ich meine, gut, jetzt ist es eh zu spät. Eben. Aber sie sind nicht lauter geworden. Ja, es kann auch sein, dass sie sich jetzt erst durch die Erde durchgegraben haben und jetzt quasi am Stein so ein bisschen umeiern. Oh. Warst du das? Was? Nein. Irgendwas hat gegen die Mauer geschlagen. Echt? Ich glaube schon. Es klang jedenfalls so nach einem Wups. Ich meine, 2 Stunden haben wir schon überlebt. Nur noch 4. Ich habe auch das Gefühl, dass sie ein bisschen näher kommen immer. Ja, aber ich kann nicht so direkt orten von wo. Die sind halt einfach überall. Ja, genau. Gesetz des Falls, dass wir das überleben. Ja. Sollen wir dann auf die Base und dann später schießen oder was ist der Plan? Ja. Okay. Beziehungsweise dann erstmal auf die Base gucken. Mhm. Und je nachdem, wo die Zombies sind, dahin gehen und sie dann da killen. Okay. Also killen müssen wir sie auf jeden Fall, ansonsten graben sie sich halt dann immer in unsere Richtung oder sowas. Das klingt halt schon wie so mindestens 6-7 Zombies, die da zusammen sind. Gleich 1 Uhr. Ich glaube aber, die sind halt direkt über uns. Ich glaube auch, dass sie sich von oben direkt hier runtergraben. Ja. Was machen wir denn dann mit dem Loch, wo die sich durchgraben? Weil der Safe Room ist ja dann quasi... Da müssen wir eigentlich von diesem ersten Safe Room den zweiten runterbauen. Ja, quasi beziehungsweise das hier ignorieren oder dann oben das Loch versuchen ein bisschen zuzumachen. Ja. Lustig, ich kann von hier aus auf die Truhe zugreifen. Ich dachte mir gerade, was ist das für ein Geräusch? Okay, 1 Uhr, Sigi. Ja, Hälfte haben wir. Ja, vielleicht hatte ich ein bisschen Hunger. Ist die Aufregung. Wie ist es um deinen Hunger bestellt? Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Muss ich nachgucken? Ich bin auf 71. Okay, ich bin auf 34 jetzt. Zeit dürfte ruhig mal ein bisschen schneller abgehen. Ja, am Tag vergeht sie immer zu schnell und in der Nacht, in der Nacht zu langsam. Liegt vielleicht auch daran, dass wir jetzt hier sitzen und warten. Das kann sein. Du hast keine Dings, keine Steine, um die Decken zu verstärken, oder? Nee. Wir sitzen hier schon fast 20 Minuten, Sigi. Ja, aber ist ja nicht mehr lang. Es klingt jetzt aber halt echt nicht, als wenn die so viel näher gekommen wären. Nee, nicht richtig. Weiß auch nicht. Aber ich will jetzt auch nicht den Tag vorm Abend loben. Was machen wir eigentlich, wenn die sich jetzt hier durchgraben? Sterben. Okay. Ja, wahrscheinlich. Aber ich werde nicht kampflos untergehen. Okay, die sind auf definitiv von da, wo ich hingucke. Also hier so. Ja. Ja, vermutlich. Zwei Uhr, Sigi. Nur noch 2 Stunden. Wie lange geht eine Stunde? Ich habe keine Ahnung. Eine Minute dauert 5 Sekunden.
Sind Leute bei dem Spiel eigentlich schon mal verrückt geworden? So bei den Geräuschen? Vielleicht. Was ist eigentlich in den Airdrops drin? Lass uns mal ein bisschen irgendwie das Thema ablenken. Was könnte so in den Airdrops drin sein? Rezepte zum Beispiel sind immer hilfreich. Ja, weil wir haben hier nämlich zwei. Einen da und einen da. Ich glaube, der da hinten, der ist gar nicht so weit weg. Wir sind beide nicht so super weit weg. Also ich habe dir von dem hier hinten, vom Nordwesten, da habe ich sogar das Licht, diesen Rauch gesehen. Könnte man theoretisch irgendwann mal hingehen. Ja, stimmt. Das Problematischste wäre, wenn sie sich jetzt tatsächlich in den Gang reinbuddeln. Richtig. Und gar nicht mal in den Safe Room. Kann man durch das Gitter schießen? Ja. Okay. Deswegen habe ich ja oben auch Gitter gemacht, damit man theoretisch von innen nach außen verteidigen kann. Okay, hab drei. Ich habe das Gefühl, es ist ruhiger geworden. Kann sein, dass sie sich auch ein bisschen gegenseitig, also doch gegenseitig umgebracht haben. Ja. Das klingt nämlich jetzt nur noch nach einem. Ja. Es sind keine überlagerten Stimmen mehr. Schauen wir mal. Das könnte vielleicht unser Glück sein. Und Sigi? Hm? Haben wir doch ganz gut gemacht. Die letzten 22 Minuten. Bin sehr begeistert. Und du hast schon gesagt, unsere Base wird fallen und wir werden sterben. Hätten wir uns hier nicht unten eingeigelt, wäre das vielleicht auch passiert. Also ich denke mal, so 20, 30 werden wir trotzdem noch platt machen müssen. Also nee, sicher? Ja gut. Viel hat sich da jetzt wahrscheinlich auch selber ausgeschaltet. Genau. Und es ist halt auch so, dass theoretisch, wenn du Zombies tötest, spawnen auch Zombies nach. Aber Wir haben ja keine getötet, sprich es dürften auch nicht so viele nachgespawnt sein. Ja, stimmt. Der eine, der ist aber echt gelangweilt gerade. Ich glaube, das Schlimmste haben wir echt hinter uns. Ja. Ich nehme schon mal meine Schaufel wieder raus. Und du deine Pistole. Kannst dich auch wieder anziehen, denke ich. Ja, ja. Also, mich würde interessieren, wie tief die dann doch tatsächlich gekommen sind. Na, schauen wir gleich mal. Yay! Es ist Tag! Wir haben überlebt, bis jetzt. Wir haben überlebt, bis jetzt. Okay. Ich pack mal gerade das Essen da rein. Moment, angezogen. Okay. Ups. So, wie viel Base ist noch da? Sieht ganz gut aus. Oh. Oh. War es vielleicht noch ein bisschen zu früh? Nee, das sind halt die Überplätze hier. Schießen wir denen gerade die Gliedmaßen ab? Ja. Gut war. Voll gut. Ah, vom Eingang. Oh, jetzt nicht mehr. Das ist verreckt. Ah, hier vorne ist noch einer. Wo? Ah, ich glaube, der ist tot. Ja, der ist tot. Okay. Ja. Ich denke. Gehe ich mal eben raus. Bist du jetzt ganz draußen? Ich bin jetzt ganz draußen,
sich reingegraben haben. Die haben es versucht. Bist du da noch da hinten? Oben auf dem Hügel. Aber tief haben es. Das ist ja wirklich nur angekratzt. Wo waren wir? Sonst ist nichts weiter passiert. Wo haben sie denn gegraben? Hier. Moment. Hier. Das war alles? Das ist alles. Okay. Bin auch ein bisschen überrascht. Ja gut, also. Ja gut, das war die erste Nacht. Ja. Und wir hatten halt einen Vorsprung, weil sich der Server einmal resettet hat. Ja. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, ob Zombies noch irgendwas dabei hatten. Hühnchen. Laufschuhe. Nägel. Schutz. Ach, du hast alles nochmal doppelt verstärkt. Also unsere Base sieht halt echt noch relativ okay aus. Ja. Ich glaube, die wussten halt echt nicht, wo sie hin sollen. Ja. Habe ich kein Problem mit. Ich auch nicht. Ja, schicki. Wobei man sagen muss, so richtig vorbereitet auf die Zombie-Welle haben wir uns 2 Tage. Ja, genau. Wie gesagt, die werden ja auch von Nacht zu Nacht dann schwerer. Ja. Und nicht gerade wenig. Okay, ich würde sagen, für die nächste Zombie-Welle bauen wir uns tiefer. Boah. So, ich würde jetzt ausloggen. Ja, warte. Ich habe gerade den letzten Zombie gelootet hier. So viele neue Klamotten. Yay! Und Essen und Nägel. Gammel-Zombie-Fleisch. Sandwiches. Dann logge ich hier aus. Alright.